Ja, und somit ein recht herzliches Hallo wieder zu The Evil Within 2. Weiter geht's hier mit der Story. Wegen euch, weil ihr so fleißig den Like-Button geklickt habt und deswegen bin ich auch gern bereit, hier weiterzuspielen natürlich. Aber ich will auch selber natürlich jetzt wissen, was noch so jetzt einmal kommt. Das kann ja noch nicht alles gewesen sein hier. Schauen wir mal, was da vorne so abgeht. In Union. Welcome to Union. We are glad you're here. Ich wahrscheinlich weniger, vermute ich jetzt einmal. Wahrscheinlich. Okay. Ich glaube, wir müssen da noch vor. Dann schauen wir mal, was da vorne abgeht. Jetzt müssen wir mal ein bisschen vorsichtiger gehen vielleicht. Okay. Okay. Schon mal ein bisschen mehr los. Wunderbar. O'Neill, Bewegung! Was? Mobius-Agenten. Also leben doch noch welche. Verdammt! Diese Dinger sind überall. Mein Schreibtisch macht sich selbstständig. Ich muss da rein und den Kerl ausquetschen. So, mal weg hier. Taschenlampe ausschalten. Ah! Okay, ist es so halb Open World oder wie? So, von der sind wir mal weg. Also mein Körper die Farbe wechselt, what? Ah, okay, jetzt sind wir getarnt, okay. Wir müssen da, da drüben ist der, glaube ich. Okay, gehen wir mal da weiter. Gut, solange wir schießen müssen, können wir wieder aufs Joypad gehen. Und auf grün machen wir einen Schleichangriff. Moment, wir fahren immer noch die Pflanze hier mit. Ein Schleichangriff auf Gegner. Ist da jemand? Moment, da ist irgendwas. Das nehmen wir gleich mit. Sehr schön. Flaschen halten Ding. Das Werfen von Flaschen kann genügend Lärm verursachen, um Gegner abzulenken. Flaschen können mit LB im Arsenal ausgerüstet werden. Okay, mit der Fertigkeit Flaschenbrecher kannst du aus der Umklammerung eines Gegners... Ah, Windows. Okay, 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 okay. Ja, coole Sache. Flasche... Ist rechts, alles klar. Ja, cool. So, der hämmert da auf die Tür. Schaut nicht so aus, als würde er weggehen. Der reißt ihm da die Eier raus gerade. Nochmal zur Erinnerung bei jedem Part. Das Spiel ist erst ab 18. Danke für euer Verständnis. Zeigt er, was kann ich jetzt schon machen jetzt? Okay. Grüne Suppe, nehmen wir gleich mit. Nice. So, Freunde, ich will gleich einmal hier reingehen. Denn... Hier müssen wir hin. Ist da nicht im Auto so eine Flasche? Ich kann das Auto nicht aufmachen. Kann ich hinten rein? Nö, nur klettern. Okay. Hat er was gehört? Gott sei Dank nicht. Einfach die Scheibe einschlagen für alle, die es nicht wissen. Ich habe schon ein paar Ballets Play, glaube ich, gesehen, dass er nicht gewusst hat, wie er da zu der Ding kommt. Das nehmen wir auch mit. Eine Flasche wieder. Ah, da ist fast ein bisschen zu seitlich.
So, den werden wir mal eliminieren und dann schauen wir mal da rein. Zu O'Neill. Dann nimmt er automatisch schon die Ding und oh, einmal in die Niere, falls er noch eine hat. Und auf Ding-Niveau. Was wollte ich sagen? Jetzt setzen wir wieder ein. Serie, ihr wisst es schon. Immer den Kopf stechen. Ob das auch so ist? Ih, der Fuß schaut nicht gut aus. Muss ich da jetzt drauf steigen? Scheiße! Go, 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 go! Zu dir! Zu, 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 zu! Jetzt stehen die einfach mal da, die waren vorher nicht da. Naja. Okay, Spiel. Okay. Das müsste eigentlich halten. Okay, alles klar. Ich glaube, sie fällt jetzt der Name ein von der Serie. Bin ich blöd? Nimm's mit. Dankeschön. Mir fällt der Name noch ein. Ich sag's euch. Spritzchen nehmen wir noch mit. Mal schauen, ob wir nicht... Gut, aber bevor wir sich die reinhauen, warten wir noch. Da, ich hab's... Hat's auch nicht... Hat er nicht irgendwer gesagt, dass wir am Rollstuhl irgendwo unsere gesamte Gesundheit wieder... Oder habe ich das irgendwo anders gehört? Wieder herstellen können? Oder war das nicht im Einzelteil so? Egal. Also das jetzt? Hat sie reinkommen? The Walking Dead. The Walking Dead, so heißt. Jetzt ist mir eingefallen, endlich. Das habe ich gesucht. Mit dem Zombies im Kopf einstechen. The Walking Dead. Bleiben Sie, wo Sie sind! Okay, alles ist gut. Ganz ruhig bleiben. Nicht schießen. Ich tue Ihnen nichts. Sehen Sie? Nehmen Sie die Waffe runter. Ich bin auf Ihrer Seite. Sie sind nicht von Mobius. Nö. Und Sie sind keines dieser Dinger, aber... Das heißt nicht, dass Sie auf meiner Seite sind. Richtig. Ich arbeite nicht für Mobius. Aber ich wurde von Ihnen hergeschickt. Haben Sie diese Dinger da draußen gesehen? Wozu die fähig sind? Habe ich gesehen, ja, habe ich. Zum Glück hat sich Ihr Partner bereitwillig geopfert, damit Sie entkommen konnten. Er war nicht mein Partner. Er gehörte zum Sicherheitsdienst in Union. Es war sein Job, mich zu beschützen. Und mein Job ist es, ein Hardware-Problem zu lösen. Zum Sterben werde ich hier nicht bezahlt. Alles klar. Ich bin kein Soldat. Ich bin nur ein Techniker. Das sehe ich. Halt! Oder ich schieße! Ein Soldat hätte die Waffe entsichert. Ich sag doch. Wir sind auf derselben Seite. Also nochmal von vorn. Ich bin Sebastian Castellanos. Ich bin O'Neill. Liam O'Neill. Sie sind nicht von Mobius, aber wurden von Ihnen geschickt. Warum? Ich suche nach meiner... Ich will den Kern wiederherstellen. Genau wie Sie. Ach ja? Viel Glück dabei. Ich bin hier fertig. Ich halte hier einfach bis zur Abholung aus. Das wird nicht passieren. Nicht bevor Lily gefunden ist. Wer ist Lily? Hören Sie. Wir stecken hier fest, bis der Kern gefunden ist. Können Sie mir helfen? Wenn Sie mich bitten, mit Ihnen da rauszugehen, vergessen Sie's. Das hier ist ein sicherer Unterschlupf und hier bleibe ich. Klar? Ich habe vielleicht eine Spur zum Kern. Ich habe in der Nähe Signale auf der Frequenz des Kerns empfangen. Wir wollten sie orten, wurden aber angegriffen. Hier,
Hören Sie mal. Klingt wie ein kleines Mädchen, oder? Still! War sie das? Der Kern? Ich glaube schon. Aber ich habe hier schon alle möglichen seltsamen Signale empfangen. Sie wissen's erst, wenn Sie den Ursprung orten. Wie mache ich das? Ihr Kommunikator kann es auch empfangen. Versuchen Sie's, sobald Sie draußen sind. Wahrscheinlich empfangen Sie draußen auch andere Signale. Könnte nicht schaden, Sie zu verfolgen, um herauszu... Auf keinen Fall. Erst der Kern. Nur so kommen wir hier raus. Also gut. Verbinden wir unsere Kommunikatoren. So kann ich mich melden, wenn ich was finde. Ja, okay. Kann wohl nicht schaden. Kapitel 3. Resonanzen. Sie stecken hier also schon seit einer Woche fest? Ja, können Sie mal reden mit ihm, gell? Verdammt. Hier vergeht die Zeit wie im Flug. Sollte ein einfacher Missionen. Job sein. Okay. Rein und wieder raus. Etwa wie, zum Essen sind wir zurück. Aber das ist anders als alles, was ich bisher kannte. Ist ein Speichermodul da hinten, Freunde? Sorry. Wie meinen Sie das? Seltsame Dinge passieren, wenn ein Kern verschwindet, aber was hier geschieht, ist mehr als das. Hier fällt alles auseinander. Wir haben den Stabilisierungsemitter benutzt, aber er funktioniert nicht. Stabilisierungsemitter, was ist das? Sollten Sie das nicht wissen, wenn Mobius Sie geschickt hat? Nö. Ihr Team bestand aus 5 Mitgliedern? Es gab einen Sicherheitsdienst, der uns geholfen hat. Aber ja, im Suchteam sind 5 Leute. Moment, haben Sie gerade Bestand gesagt? Baker. Er ist tot. Oh, überrascht mich nicht. Er hatte ein starkes Signal erfasst und ist dem nachgegangen. Ich sagte ihm, sie sollen uns abholen und die Funde melden, um die gefährliche Arbeit anderen zu überlassen. Aber als Anführer wollte er davon nichts hören. Musste immer den Tapferen spielen. Wissen Sie, es ist ein schmaler Grat zwischen Tapferkeit und Dummheit. Ja. Mhm. Und auch ein schmaler Grat zwischen Vorsicht und Feigheit. Wenn Sie meinen? Hey, ich bin nicht froh, dass er tot ist. Für was für ein Arschloch halten Sie mich? Ich hoffe, den anderen geht es gut. Ich sag Bescheid, wenn ich noch jemanden finde. Das würden Sie tun? Danke, das weiß ich zu schätzen. Okay, Vorräte. Da draußen ist es gefährlicher als erwartet. Irgendeine Idee, wo ich Waffen und Vorräte finde? Ich wollte Ihnen ja von diesem Signal erzählen, aber Sie haben nicht zugehört. Jetzt bin ich ganz Ohr. Ich habe gehört, wie sich 2 Mitglieder des Mobius-Sicherheitsteams über Waffenlager unterhalten haben. Vielleicht kommen sie durch Sie an Ausrüstung. Vielleicht können die Ihnen ja noch helfen. Ich denke darüber nach. Kommen Sie, ich bin hier ganz allein. Ich könnte Schutz gebrauchen. Wenn die letzte Wache sich vielleicht nicht für Sie hätte opfern müssen? Wie auch immer. Ich markiere das Signal auf Ihrem Kommunikator. Folgen Sie ihm oder auch nicht. Mhm. Ist mir gleich. Coole Sache. Missionsstart. Die Abtrünnigen. Wunderbar. Diese Dinger sind ziemlich zäh. Man braucht viel Munition, um die abzuschütteln. Haben Sie hier auch was Stärkeres? Hier drin nicht, aber draußen könnten Sie fündig werden. Mhm. Der Ort hier sollte eigentlich friedlich sein, aber Mobius und Feuerkraft gehen Hand in Hand. Wissen Sie, wo ich was von dieser Feuerkraft finde? Da draußen herrscht das Chaos. Sie werden nicht einfach über einen Haufen Waffen stolpern. Aber ich habe draußen was Nützliches bei einem verlassenen Transporter gesehen. Ich markiere die Position. Aber Vorsicht, da ist alles voll mit diesen Dingern. Alles klar, so, was haben wir da jetzt auf unseren Resonanzen? Was ist das noch einmal? Nebenmissionen. Die Abtrünnigen, okay. Mobius Transporter, ja, fürs Erste werden wir mal hier mehr oder weniger alles versuchen. Das scheint es relativ in der Nähe zu sein oder so vielleicht. Ah! 11 Meter? Okay. Was haben wir da? Vorratskasten. Den Unterschlupf steht in den Vorratskasten. Dessen Inhalt im Laufe der Zeit immer wieder aufgefüllt wird. Vergiss nicht hin und wieder hier vorbeizuschauen, wenn deine Vorräte dazu Neige gehen. Okay. Geil. 26 Schuss. Na, aber damit kann man schon mal arbeiten. Werkbänke. Ja, das ist natürlich
mehr oder weniger fast selbst erkläre. Da können wir uns wahrscheinlich irgendwas zusammenschrauben. Entweder Munition, Waffen, sonstiges. Herstellung, was hätten wir denn da im Angebot? Spritzen haben wir, Pistolenmunition haben wir auch genug. Da können wir... Armbrustbolzen, kleiner Spoiler, werden wir vielleicht auch bekommen, eine Armbrust. Gut, können wir irgendwas verbessern? Okay, stabilisieren können wir es anscheinend nicht, unsere Handfeuerwaffe. Nachladezeit ist jetzt... Ja, ist sicher nicht verkehrt. Achso, da bräuchte ich Waffenteile dazu. Okay, alles klar, die ich nicht habe. Gut. Wird dann vielleicht noch kommen, nehme ich an. Wähle das Improvisieren-Symbol im Arsenalmenü aus und Gegenstände ohne Werkmann. Verbraucht mehr Ressourcen, als es ja schon eine Werkbank und du kannst damit Waffen nicht verbessern. Okay, improvisieren werden wir nicht brauchen. So, da ist noch was. Da ist noch was. Waffenteile, geil. Da können wir gleich nochmal... Waffenteile. Es glitzert eh schön raus, dass man es im Prinzip fast nicht übersehen kann. Speicherpunkt werden wir gleich machen. Und ich habe natürlich leider meinen Timer vergessen zum Starten. Egal. Aber zu der einen Mission will ich vielleicht sogar noch hinschauen. Können wir jetzt noch was... Ja, herstellen müssen wir nicht. Verbessern. 25 Waffenteile. Bin ich jetzt blind? Wie viel brauche ich denn dafür was? Magazinsgröße? Können wir das machen? 20 Teile. Probieren wir gleich einmal. Zacki. Wunderbar. Perfekt. So, was haben wir da jetzt? Magazin. Sieben Schuss in der Kammer. Kann ja mal nicht so schlecht sein, würde ich sagen. Kann man mal machen. Da können wir, glaube ich, ganz entspannt drüber speichern. Jawohl. Sehr schön. Danke für Speichern. Gut, wo geht's hier hin? Ach so, können wir da auch rausgehen theoretisch überhaupt? Geh nach draußen, benutze die Kommunikation. Die Stimme des Mädchens aufzuspüren. Ich will eigentlich zur... Hier kommen wir sowieso nicht raus, oder? Oder kann man das irgendwie wegschieben? Nö. Oder ich habe es noch nicht mitbekommen, was und wo. Egal, nehmen wir die zweite Tür. Schauen wir da noch kurz raus. 10 Minuten. Ich kann nur ungefähr schätzen, wie viel Zeit ich jetzt hier habe. So, hier neben wird doch nicht gleich die Post abgehen. Oh. Oh. Okay. Was zum... Wer war das? Wollen wir das jetzt noch wissen? Gut, nachdem ich... Okay, hier geht's raus. Hier ist die Frage, wollen wir das jetzt wissen? Ich schaue nochmal nur kurz bei der Tür raus. Kann ich hier einfach wieder reinspazieren? Ich schätze mal schon, ja. Moment, wo ist... Ich wollte ja doch nur zu deiner Mission gehen, oder ist das... Hä? What? Oh
Mal sehen, ob ich dieses Signal finden kann. Okay, passt. Das will ich jetzt... Ist ziemlich weit weg. Aber das ist meine einzige Spur. Gott, hoffentlich ist es Lenny. Okay, alles klar. Nee, oder? Freunde, Moment. Wir haben doch eh gespeichert. Jetzt komme ich da nicht mehr rein, oder wie? Sorry, das will ich nachher machen. Ich will doch zu dem Spiegel reinschauen. Vielleicht wäre das... Das war doch die Krankenschwester, oder? Ich glaube, ich kann wieder reingehen. Ich wollte kurz bei der Tür rausschauen, ob das irgendwo... Aber jetzt habe ich es mir wenigstens kapiert. Sorry. Da schauen wir noch kurz rein. Wenn es nicht zu lange dauert, da ging nur die Mission los da draußen, okay. Ich dachte, das ging, würde relativ schnell gehen, aber egal, passt schon. Was zum... Da will ich jetzt... Das? Ich will hier mal kurz rein. Denn ich glaube... Sebastian Zimmer? What the fuck? Das ist mein Zimmer. Ab der Rollstuhl. Das wollte ich noch schauen. Hallo? Boah, fuck. Ja, das ist natürlich alles ein bisschen... Setz uns mal hin, oder? Ist ja egal. Das Ziel muss jetzt noch rein und beim nächsten Part gehen wir dann raus bei der Tür. Und verfolgen dieses Signal. Was zum Teufel? Hey, lass mich hier raus! Detective Castellanos, was für eine angenehme Überraschung. Willkommen zurück. Sie schon wieder. Wie kann das sein? Ich könnte Sie dasselbe fragen. Aber es ist schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Selbst wenn es viel zu viel gesehen hat. Sie wirken müde, Detective. Ich kann Sie wieder in Form bringen. Halleluja. So wie früher. Machen wir, alles klar. Bin dabei. Grünes Gel haben wir ja einiges am Start. Gesundheit ist natürlich... Geil. Oh, da haben wir richtige Skillbäume, Freunde. Eieieiei. Kaufe Fertigkeiten, um deine Gesundheit schneller zu regenerieren. Kaufe Fertigkeiten, um deine Ausdauer zu erhöhen und besser auszuweichen. Ja, das sehen wir doch schon. Kaufe Fertigkeiten, um deine Gesundheit zu verbessern. Kaufe Fertigkeiten, um deinen Umgang mit Feuerwaffen und Nahkampf zu verbessern. Das ist auch geil. Kaffee, um dir besser zu verstecken und lautloser vorzugehen. Ist auch geil. Aber eins, was man eigentlich immer als erstes machen soll, ist die Gesundheit, glaube ich. Was kostet die Sache? Ja, wir haben genau 1400. Alles klar. Können wir hier... Rotes Gel. Ach du Scheiße. Will ich schon wissen, was das ist? Rotes Gel. Okay. 5000. Lecker mir. Da müssen wir noch ein paar umbringen. Also kannst du das erste hier...
Zielhilfe. Und gleich einmal verbessert. Nice. Da haben wir gleich einmal eins gemacht. Passt. Ich verstehe nicht. Dieser Ort. Sie wie in Beacon. Aber wir sind nicht in Beacon. Das hier ist Union. Richtig. Ah ja? Es wirkt alles so vertraut. Diese Wände. Der Stuhl. Sie. Als hätte sich rein gar nichts verändert. Ja, hier ist es ruhig. Aber Sie sollten hier nicht rumlungern. Alles klar. Das ist der Upgrade. Der Upgrade. Rollstuhl. So könnte man auch den Bart fast nennen. So, ich glaube, auch wenn ich hier jetzt zu spät auf... Aber ich habe jetzt schon 18 Minuten drauf am Bart und ich habe... Ich weiß nicht, wie viel zu spät. Zu spät eigentlich. Die Zeiten haben gestartet. Was ist hier noch einmal am Start? Oh, ich glaube, wir haben noch kein neues Tier, oder? Tier-Bild. Nö. Danke. Meine Hauskatze in meinem Büro. Nicht was, was wir auf der Schnelle sehen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ah, da oben ist er. Oh nee, okay, die anderen werden wir noch finden, obwohl er ist. Ja genau. Ah, okay, die zwei Typen. Also ihn haben wir eigentlich gefunden. Ihn eigentlich auch, er ist aber tot. Da das Foto dabei, genau. Okay. Dann sind es ja nur drei und das war's dann schon. Gut, gehen wir zum Speichermodul und speichern wir für heute ab. Ich sag schon mal im Vorhinein, dass wir ein bisschen jetzt hier Zeit sparen. Im Vorhinein schon mal. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs dabei sein. Machen wir einen neuen Speicherplatz, scheiß drauf. Und jo. Achso, ich glaube. Ich habe glaubt, die stellt mir meine Gesundheit wieder her. Hm. War jetzt gerade nicht so. Na okay. Schauen wir nochmal, vielleicht habe ich da irgendwas übersehen. Und automatisch, wenn man da sich auf dem Stuhl setzt, wird die Gesundheit regeneriert, aber... war gerade irgendwie nicht wirklich so der Fall. Na gut, vielleicht habe ich da was falsch verstanden. Danke fürs Zuschauen auf jeden Fall noch einmal. Knallt noch mal ein Like raus, wenn ihr mehr sehen wollt. Aber schaut jetzt schon einmal ein bisschen interessanter aus hier draußen, als wie der Anfang gerade. Auf Indala kann vielleicht da draußen jetzt ein Open World ein bisschen, könnte durchaus ein bisschen interessanter werden. Jo, somit kommen wir zum Schluss. Ich sage danke fürs Zuschauen und nächstes Mal werden wir dieses eine Signal da verfolgen dann. Sebastian, gute Nacht, ruh dich aus. Morgen, höchstwahrscheinlich morgen geht's weiter mit dem nächsten Einsatz. Bis dann. Ciao, ciao.